So let's start, ladies and gentlemen. And if you allow, I would like to continue in my mother tongue in German. So everybody who needs translation, please put on your earphones. Verehrte Herren Botschafter, liebe Gäste aus nah und fern, meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, ich begrüße Sie auch im Namen meiner Vorstandskollegin Barbara Unmüßig ganz herzlich zur 13. Außenpolitischen Jahrestagung der Heinrich-Böll-Stiftung. Wir freuen uns über das rege Interesse, auch in der diplomatischen Welt Berlins. Wenn wir richtig gezählt haben, sind Mitglieder der diplomatischen Vertretungen von 26 Staaten für diese Konferenz angemeldet. Das ist ein neuer Rekord, jedenfalls für unsere Verhältnisse. Und nicht minder freuen wir uns über die zahlreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Politik, Wissenschaft und Zivilgesellschaft. Ich hoffe, Sie haben Verständnis dafür, dass wir angesichts der großen Resonanz etwas enger als geplant zusammenrücken müssen. Wir nehmen das als Hinweis, dass wir das richtige Thema zur richtigen Zeit ausgesucht haben. Ein paar Worte zum politischen Hintergrund dieser Konferenz. Wir kommen am Ende einer spannenden politischen Woche zusammen. Das alles überragende Ereignis war natürlich die Wiederwahl von Präsident Obama, und ich gehe davon aus, dass die allermeisten hier im Saal darüber nicht unglücklich sind. Wir jedenfalls nicht. Das globale Interesse an dieser Wahl hat wieder einmal bestätigt, dass die Vereinigten Staaten von Amerika immer noch eine besondere Rolle in der Welt spielen. Amerikanische Politik ist immer auch Weltinnenpolitik, und man sollte die Vereinigten Staaten nicht vorschnell abschreiben. Sie sind immer noch die einzige Macht mit globaler politischer und militärischer Reichweite. Aber auch sie mussten in den letzten Jahren die Grenzen unilateraler Politik erleben. Und wir werden sehen, wie weit Präsident Obama in seiner zweiten Amtszeit verstärkt auf multilaterale Arrangements setzen wird. Das ist jedenfalls unser politischer Ansatz. Man muss aber kein Prophet sein, um vorauszusagen, dass Obama wie auch der Kongress die Europäer verstärkt in die Pflicht nehmen werden, mehr in die gemeinsame Sicherheit und Zusammenarbeit zu investieren. Und wenn ich investiere sage, dann meine ich das nicht in erster Linie finanziell, sondern politisch, aber es wird sicher auch um finanzielle Investitionen gehen. Europa kann sich nicht mehr selbstverständlich darauf verlassen, dass Amerika die Feuerwehr spielt, wenn es kritisch wird. Die Prioritäten der amerikanischen Politik verschieben sich Richtung Pazifik. Die Europäische Union wird mehr Verantwortung für ihre Nachbarschaft übernehmen müssen, im Osten wie im Süden unseres Halbkontinents, womit wir schon fast beim Generalthema dieser Tagung wären. Mit Blick auf den Nahen und Mittleren Osten möchte ich kurz einige Schlaglichter der letzten Tage nennen, die die Situation illustrieren. Anfang dieser Woche in Katar: der syrische Widerstand sucht eine gemeinsame Stimme. Aktivisten in Syrien im Exil verlangen von ihren Verhandlungsführern, interne Rivalitäten endlich beizulegen. Nur eine vereinigte demokratische Opposition, die Betonung liegt auf vereint und demokratisch, wird in der Lage sein, das Assad-Regime bald zu stürzen und breite internationale Unterstützung zu gewinnen. Heute ging durch die Nachrichten, dass Präsident Assad seine Regierung als das letzte stabile Bollwerk im Nahen Osten bezeichnet hat. Ich oder das Chaos, das ist der letzte Trumpf der Diktaturen. Laut Agenturenberichten werden Ägypten, Saudi-Arabien, die Türkei und der Iran auf Initiative des ägyptischen Präsidenten zusammenkommen, um die Lage in Syrien zu beraten. Es wäre ein großer Schritt, wenn sich die benachbarten Mächte auf einen gemeinsamen Plan für einen geordneten Machtwechsel in Syrien verständigen könnten, statt ihre rivalisierenden Interessen auf syrischem Boden auszutragen.
Es gehört aber auch viel Optimismus dazu, an eine solche Einigung zu glauben. Gleichzeitig gehen die Kämpfe in Syrien mit unverminderter Heftigkeit weiter. Sie kosten täglich 100, 200 oder mehr Tote, mehrheitlich Zivilisten. Inzwischen ist das in den Nachrichten nur noch eine Randnotiz. Mich erinnert das fatal an den Beginn des Zerfallskrieges im ehemaligen Jugoslawien, als in den westlichen Hauptstädten die Parole vom Ausblutenlassen herumgeisterte. Morgen geht hier in Berlin die Desertec-Jahreskonferenz zu Ende, auf der konkrete Pläne für Investitionen in Höhe von 600 Millionen Euro für die Startphase eines Solarenergieverbunds zwischen Nordafrika und Europa vorgestellt werden. Wir betrachten das als einen Lichtblick im wahrsten Sinn des Wortes. Es geht um nachhaltige ökonomische Entwicklung in der Region, um umweltfreundliche Energie, Ausbildung und Jobs. Und es geht um Vernetzung zwischen der Europäischen Union und dem Maghreb im doppelten Sinn des Wortes. Eine physische Vernetzung durch die Stromkabel durch das Mittelmeer und eine stärkere politische Kooperation. Seit Beginn des arabischen Frühlings gibt es eine verwirrende Fülle von ermutigenden und von alarmierenden Signalen aus unserer südlichen Nachbarschaft. Es ist fast genau 2 Jahre her, als ein Verzweiflungsakt einen Sturm entfachte, der die ganze arabische Welt erfasst hat. Die Selbstverbrennung eines Gemüsehändlers in Tunesien mündete in einen flächendeckenden Aufstand der Entrechteten. Wenn ich es richtig verstehe, ging es von Anfang an um Brot und Würde, um einen Ausweg aus der sozialen Misere und aus der politischen Ohnmacht. Es war für die arabische Welt eine Zeitenwende, ähnlich der großen Wende von 1989-90 in Mittel- und Osteuropa. Europa, wie der Rest der Welt, wurde von dieser Entwicklung völlig überrascht. Allzu lange hatten westliche Regierungen auf ein Arrangement mit den herrschenden Autokraten gesetzt. Ben Ali, Mubarak und Gaddafi schienen fest im Sattel zu sitzen. Die Zusammenarbeit rund um den Barcelona-Prozess war in lebloser Routine erstarrt. Dass fast täglich Flüchtlinge auf ihrem Weg nach Europa im Mittelmeer zugrunde gingen, wurde in Kauf genommen. Erst als in Libyen eine blutige Säuberung der Opposition durch das herrschende Regime drohte, raffte sich die internationale Gemeinschaft auf, klar Partei zu ergreifen. An rhetorischen Bekundungen fehlt es auch heute nicht. Aber immer noch gibt es keine wirklich konsistente, proaktive Politik der Europäischen Union gegenüber den Umwälzungen in der MENA-Region. Wir Europäer sind gerade sehr mit uns selbst beschäftigt. Das könnte sich als historisches Versäumnis erweisen. Wir wissen nicht, wie lange das berühmte Window of Opportunity noch offen bleibt, um die Beziehungen mit den Nationen des südlichen Mittelmeers auf eine neue Grundlage zu stellen, die von Respekt, demokratischen Werten und Kooperation zum gegenseitigen Vorteil gegründet ist. Es geht uns auch darum, das Mittelmeer wieder als das zu begreifen, was zumindest die Älteren noch in ihren Geschichtsbüchern gelernt haben, als Mare Nostrum, unser Meer, das verbindet, statt uns zu trennen. Lange wurden autokratische Regimes unterstützt, demokratische Prinzipien einer vermeintlichen Stabilität geopfert. Europa hat damit an Glaubwürdigkeit in der Region verloren. Wir wollen auf der Konferenz danach fragen, was die heutigen Erwartungen an die Europäische Union sind. Ist eine aktive europäische Politik und Präsenz überhaupt erwünscht? Oder setzt sich eine Stimmung durch, die stärker auf Abgrenzung als auf Zusammenarbeit gerichtet ist? Wo gibt es gemeinsame Interessen und Handlungsfelder? Auf welchen Gebieten, für welche Ziele sollte sich Europa engagieren? Die Europäische Union hat im Mai 2011 eine neue Antwort auf eine Nachbarschaft im Wandel formuliert. Eine erste Zwischenbilanz wurde im Mai dieses Jahres vorgestellt.
Wir wollen die Gelegenheit nutzen, um mit unseren Gästen aus Marokko, Tunesien, Libyen, Ägypten, Israel, Palästina, Libanon und Syrien diese neue Antwort auf eine Nachbarschaft im Wandel zur Diskussion zu stellen. Eine zentrale Frage für die künftige europäische Nahostpolitik ist die Zukunft des politischen Islam. Islamistische Bewegungen und Parteien unterschiedlicher Prägung sind bisher die großen Gewinner der Arabellien. Nach Jahrzehnten mehr oder weniger heftiger Unterdrückung sind sie zu einer dominierenden Kraft geworden. Es wird viel davon abhängen, ob sie sich künftig als eine religiös-politische Kraft innerhalb einer pluralistischen Realität begreifen oder ob sie versuchen werden, Staat und Gesellschaft ganz nach ihren Vorstellungen auszurichten. Wie kann Europa, wie kann der Westen Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Stabilität im Nahen und Mittleren Osten befördern? Wer sind unsere Partnerinnen und Partner in Politik und Zivilgesellschaft? Das Beispiel der Anklage gegen Mitarbeiter amerikanischer Institute und der Konrad-Adenauer-Stiftung in Kairo zeigt, wie unsicher das Terrain ist, auf dem internationale Organisationen zurzeit arbeiten. Zum Wandel gehört auch die völlig veränderte Sicherheitsarchitektur in der Region. Die enge sicherheitspolitische Kooperation zwischen den Vereinigten Staaten und Ägypten scheint passé. Die bisherige Sicherheitsarchitektur Israels ist praktisch völlig zusammengebrochen. Gleichzeitig ist der Friedensprozess mit den Palästinensern nahe auf Null gestellt. Im Sinai entwickelt sich eine gefährliche Lage. Waffen aus den alten Beständen der libyschen Armee zirkulieren über die Grenzen. Der Kampf um Syrien gefährdet auch die prekäre Stabilität des Libanon, wo die Hisbollah über ein enormes Raketenpotenzial verfügt. Die kurdische Frage ist wieder virulent. Und über allem droht der Konflikt um das iranische Atomprogramm. Das ist genug Stoff für ein Albtraum-Szenario. Auf jeden Fall sollte es Grund genug sein für intensive diplomatische Initiativen Europas, um Sicherheit und Zusammenarbeit in der Region zu stärken. Noch einige Worte zur Rolle der Stiftung. Die große Zahl von internationalen Teilnehmerinnen und Referenten zeigt die Verankerung der Heinrich-Böll-Stiftung in der Region. Sie beruht vor allem auf der langjährigen Arbeit unserer Büros in Beirut, Ramallah und Tel Aviv mit Projektpartnerinnen und Partnern in der ganzen mittelöstlichen Region. Gegenwärtig sind wir dabei, neue Büros in Tunis und Rabat zu errichten. Über diese Arbeit ist Vertrauen und gegenseitiger Respekt aufgebaut worden. Das schließt auch die offene Diskussion über Meinungsverschiedenheiten ein, die es manchmal auch innerhalb unserer Reihen gibt. Das gehört zur Demokratie. Die deutschen politischen Stiftungen betreiben keine Außenpolitik, dafür haben wir kein Mandat. Aber wir können politische Brücken bauen, Dialoge fördern, Netzwerke knüpfen und Anstöße für die große Politik geben. Dazu soll auch diese Konferenz dienen, als eine Plattform für Begegnungen und für die Reflexion unterschiedlicher Sichtweisen. Zum guten Schluss möchte ich mich bei allen ganz herzlich bedanken, die zu diesem großen Gemeinschaftsprojekt beigetragen haben, eine so große Konferenz mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus so vielen Ländern. Ist immer eine komplizierte Kooperation. An ihr beteiligt waren das Nahostreferat unserer Stiftung, unsere Büros in Israel, Beirut und Ramallah, die Öffentlichkeitsarbeit, das Tagungsbüro, viele andere Kolleginnen und Kollegen, bei denen ich mich ganz herzlich bedanken möchte. Ihr habt einen tollen Job getan. Vor allem aber möchte ich mich bedanken bei Gregor Enste, unserem Referenten für Außensicherheitspolitik und seiner Kollegin Barbara Assheuer sowie bei Melanie Sorge, die als externe Projektmanagerin eine große Unterstützung war. Ich habe jetzt das Vergnügen, die Moderatorin des Abends um das Wort zu bitten, die uns durch die weitere Diskussion manövrieren wird. Silke Tempel, eine gute Freundin
der Stiftung seit vielen Jahren und eine wichtige Stimme in der außenpolitischen Diskussion hier in Berlin. Sie ist Chefredakteurin der Zeitschrift Internationale Politik und Dozentin für internationale Beziehungen und neue deutsche Geschichte am Stanford Study Center in Berlin und an der Stanford University in Kalifornien. Silke, bitte, Sie haben das Wort und ich bedanke mich sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.